So, der Gegenwarts-Luno hat noch mal Lust auf eine Runde mit dem Kopf gegen die Wand oder durch die Wand. Und schaut mal, was der Vergangenheits-Luno ihm hier hinterlassen hat. Eine Rehhaut und ein paar Kaninchenpelze. Ich erinnere mich, ich wollte Kaninchen Fäustlinge bauen und das ging nicht. Warum ging es nicht? Weil wir nicht noch Kaninchenfell haben. Nicht schlimm. Das kommt alles noch. Jetzt zerlege ich noch ein paar Fackeln. Und wenn ich das hier so sehe, sehe ich auch, dass ich noch mehr Nahrung brauche. Was sagt denn die Tageszeit? Okay. Die Faktoren, die ich da unten links sehe, sagen mir, dass wir nochmal wandern gehen können. Müssen wir? Nein. Ziel ist jetzt die Hütte im See. Waren wir da hinten schon? Ja, da haben wir Revolver-Munition gefunden. Hier ist noch ein Notschuss drin. Und hier haben wir noch zwei Steine. Lecker, lecker, lecker. Sorry. Es geht gut los. Der Kaninchenmörder schlägt wieder zu. Wo ist der andere? Da. Hey. Ich brauche eure Kalorien. Ihr könnt nicht einfach abhauen. Ey, sag mal. Kaninchen aus Stahl. Naja. Eigentlich doch recht erstaunlich, dass die das überhaupt überstehen. Ja, die wachen ja wieder auf, nachdem man sie mit einem Stein beworfen hat. Ja, der wacht nicht mehr auf. Oh, oh Gott, das geht doch noch so. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Aber es fällt eh automatisch zu. Und dann zerlegen wir den Kollegen. Oh, jetzt hat nicht mal viel dran an dem kleinen Ding. Zack. Und den zerlegen wir auch. Ah, der lohnt sich schon mehr. Oh. Das Problem ist. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ich verliere den Bonus-Buff gleich wieder. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Oh, haben wir schon wieder Brutzelnebel. Ein Wurzelnebel. Ich versuche jetzt mal schnell Peaches zu essen, nur um meinen Buff zu retten. Komm, essen. Ja, geschafft. Oh, da war nicht viel drin. Haben wir irgendwo noch trockenen Darm? Ich glaube, ne? Einen. Da, aus dem könnte ich eine Strippe machen. Ja. Zack. Aus dem könnte ich eine Strippe machen und unten an der Werkbank mir quasi ein zweites Nähset zusammenbauen. Also ein Angelzeug. Das mache ich jetzt. Wenn hier eh Strom ist, wir hier Licht haben. Und fragst, ob wir ohne Licht hier rauskommen, aber ich denke schon. Dann werde ich hier schnell noch den Ofen anmachen. Kürzer 85%. Habe ich was, was leichter brennt? Nee. Dann machen wir es mit einer Fackel. So. Zack. Cool, hier unten gilt es als sicher vor dem Nebel. Ja, warum nicht? So, dann braten wir uns hier ein weiteres Kaninchen. Das hier vielleicht zu. Ah, wir nehmen hier den Kochtopf. Da geht es schneller.
Ja, 13 Minuten. Das kann ich jetzt mal ausmachen. Und wie lange wird es dauern, eine Schnur zu machen? Zwei Schnuren zu machen. Schnüre zu machen. 15 Minuten, perfekt. So. So, wie lange brennt er noch? 16 Minuten. Das kann ich nicht mehr essen. Garn. So, 28 Minuten. Da muss aber dann noch ein wenig Feuerholz rein. Dann kann ich mal noch die Kiste zerlegen. Dauert 15 Minuten. So. Bisschen was trinken. Kann ich in der Werkbank noch was treiben? Was Sinnvolles? Sieht mir nicht so aus. Ja, schade. Was ich allerdings machen kann, ist. Ja, 5 Minuten. Was ich machen kann, ist hier Angelzeug. Genau, 10 Minuten. Ja, perfekt. Und damit haben wir was, womit wir unsere Kleidung flicken können, auch wenn das Nähzeug kaputt geht. Dauert ein bisschen länger damit. Ist aber im Endeffekt ziemlich egal. So, mach ich da rein. Und habe ich das jetzt gegessen? Ja, das habe ich gegessen. Kurz überlegen. Es gibt auch nichts, was ich jetzt hier noch. Ich könnte noch mal Angelzeug craften, ja, warum nicht? Dann haben wir 2. Zack, sehr schön. Den könnte man auch craften. Ja, das passt perfekt, das machen wir. Und dann essen wir das. Der brennt noch 20 Minuten. Mein Vorschlag ist jetzt einfach hier mal Stöcke reinzumachen, sodass er eine Stunde brennt und wir machen Wasser für eine Stunde. Gut. Dann sollte hier jedenfalls Wasser sein, wenn wir zurückkommen. Ah ja, sobald man hier wieder rausgeht, kommt es wieder mit dem Risiko. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das stört. Wie krass steigt denn das? Meint ihr den Glimmernebel? Ich bin ja eigentlich gerade nicht im Nebel. Ich schaue mich hier drin nochmal um. Also, vielleicht findet sich ja hier in den Ecken noch irgendwas, was ich übersehen habe. Ich habe auf Twitch mir ein paar Streams angeguckt und auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden stecken hier tatsächlich Sachen in den Reifen drin, Messer und sowas. Das wird man auf dem Schwierigkeitsgrad hier nicht haben. Aber man kann ja trotzdem mal schauen, vielleicht ist ja was anderes Interessantes. Und ist das auf der Aufnahme? Das ist auf der Aufnahme. Mein Shit. Moment. So, sollte jetzt nicht mehr auf der Aufnahme sein. Da sieht man wieder, was für ein Profi ich bin. Nämlich gar keiner. Ja, den Anspruch erhebe ich aber auch nicht. So, nix. Karton, nix. Protons brauche ich nicht. Oh, hier gehen die Computer. Hier kann man sich Strobo-Effekte holen, aber. Ah, nicht so wirklich Informationen. Manchmal kann man die lesen. Aber in dem Fall hier nicht. Ist noch mal Metall, was man mitnehmen könnte. Ein bisschen Holz. Und der ist müde.
Ist hier was Interessantes? So eine Flimmerlampe. Was schon? Ah, das steckt hier drin trotzdem. Naja, ich kann ja gleich in den Keller gehen. Das ist ja nicht das Problem. Hier war auch nichts mehr. Ich gucke viel zu wenig unter die Schränke drunter. Den Hasenkadaver hatten wir. Hier ist auch nichts irgendwie drunter. Nee. Schade. Was ich eigentlich machen wollte, war Rohrkolben sammeln. Und was ist denn hier? Komisches Programm. Muss eine Wiederholung sein. Das hier ist nicht unter Strom, oder? Nee. Das wäre ja fies. Nichts. Und nein, auch nichts. Das ist nichts. Teddy leuchtet auch nicht. Okay. Oh. Ein undurchsuchter Mülleimer. Wo gibt es denn sowas? Ist auch nichts. Nö, nee, vergiss es. Und kann ich hier was gucken? Nee, Flachbildschirm, aber funktioniert nicht. Oh, Blatt Papier. Ah, den hat man auch schon. Den hat man auch schon. Den hat Vergangenheitslos schon irgendwann mal gefunden. Ja, guck, da hat er schon wieder Hunger. Das ist uncool. Hm, ist auch kein Essen, ne? Nee. Nur Darm. Ich meine, ich könnte natürlich sowas essen oder so. Oh, es geht wieder zurück zur Normal. Hm, dann überlege ich, ob ich vielleicht doch noch mal kurz draußen. Ich guck mal. Wir brauchen mehr Rohrkolben. Temperatur ist super. Ja, ist schon durchsucht, okay. Eigentlich wollte ich ja zu der Insel. Wir sind zwar ein bisschen fertig mit der Ausdauer. Es sollte aber trotzdem machbar sein. Oh, die Sichtweite ist wieder für den Arsch. Ich glaube, das ist der Hauptproblempunkt, sag ich mal, auf der Map. Und das wissen die Entwickler. Die wissen, dass die haben ja bewusst wenig Orientierungspunkte gemacht, die in nächster Nähe funktionieren, um dann die Map häufig mit niedriger Sichtweite zu überschwemmen. Also überschwemmen ist vielleicht das falsche Wort, aber das macht es ja auf jeden Fall mehr herausfordernd, wenn man sich hier quasi auf einem offenen Feld verläuft. Und deswegen ist das so. So, und während ich das sage, klappt es total auf und man kann bis sonst wo gucken. Um nicht zu sagen, man sieht das ganze Tal. Hier stehe ich also korrigiert. Macht aber nichts. Ich bleib bei meiner Meinung. Die Devs machen sich hier einen Spaß draus. So, kann ich das eigentlich direkt essen? Nee, ich kann es nur nehmen. Ich muss es dann wieder aus dem Menü zusammenklaubeln. Ich nehme auch wieder die Stängel mit. Eigentlich wäre cool, wenn man die auf einem Quickslot hätte und droppen könnte, sodass man sich eine Spur aus den Teilen legen kann. Also man könnte es natürlich ohne weiteres
aus dem Menü machen. Aber mit Quickslot wäre schon geiler. Den Zunderpfad quasi. Aus Brotkrumen. Ja, oben gab es noch einen Schuppen oder sowas, oder? Ich werde mal schauen. Ich hoffe, hier ist kein Wolf. Nee. Ja, genau, da ist dieser Schuppen. Da waren wir auch noch nicht drin. Und ich wollte ja eh dahinter auf die Insel. Oder ist das die Insel? Was ist denn die Insel? Ja doch, das da hinten müsste die Insel sein. Nicht das. Stock. Temperatur sinkt, aber recht langsam. Stock. Palette und nichts. Kabeltrommel ohne Kabel. Hat sich nicht so gelohnt. Ich glaube, ich muss da hin. So ruhig. Die Bären hecken wieder was aus. Die nehme ich mit. Oder die Killerkaninchen. Schuss habe ich. Vier Steine. Angeblich kann man mit der Leuchtpistole sogar einen Elch jagen. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und soweit ich es gelesen habe, ist es so, dass dass Elche nicht ausbluten können. Dementsprechend müsste der Schuss mit der Leuchtpistole kritisch treffen. Und das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Also, damit ein Schuss kritisch trifft, muss man den Kopf vom Tier treffen oder den Hals. Es können auch Schüsse im Bauch oder die Beine kritisch treffen, aber mit einer unglaublich geringen Chance. Und ich glaube, die Leuchtschuss... Wer ist denn das Ding eigentlich? Die Notpistole hier. Die hat nicht gerade die beste Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer irgendwo auszulösen, selbst wenn man den Kopf trifft. Das Flugzeug war enttäuschend, da gehe ich erstmal nicht wieder hin. Ich gehe erstmal straight zu der Insel dort. Ich hoffe, was dort schwarz ist auf dem Eis. Ach, das sind alles Wölfe. Das ist nicht gut. Ah, vielleicht kann ich einen Bogen drum machen. Ich habe nichts dabei, was riecht. Alter, vier Stück, oder? Das sind auf jeden Fall viel zu viel. Und jetzt überlege ich, ja, ich werde mal ein bisschen sprinten. So. Vielleicht nicht ganz so viel, aber. Dann können wir das Rudel dort rechts vielleicht umgehen. Obwohl. Wenn es realistisch wäre, müssten die mich jetzt total riechen, weil ich ja hier voll im Wind bin zu denen. Das haben die Devs noch nicht eingebaut. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass sowas irgendwann mal kommt. Allgemein muss man zu dieser Map ja wahrscheinlich auch sagen, dass die noch nicht so weit fertig gebaut ist, wie sie sein könnte. Oh, was ist denn hier? Ich kann mir vorstellen, dass das am 30. März alles noch ein bisschen erweitert wird. Ich habe ein paar Sachen dazu gelesen. Die Leute fragen wohl schon, warum hier einige Orte auf der Map
einen Namen haben, aber dort kein Loot ist. Also selbst auf den einfachen Schwierigkeitsgraden. Heißt im Endeffekt so, die Devs wollen zwar, dass man da hingeht, haben dort aber nichts hingemacht, was man finden kann. Und das kann ich mir nur so erklären, dass da noch was hier geplant ist. Was nicht heißt, dass die Map hier unfertig ist oder so. Die ist ja spielbar, ihr seht es ja selber und wir fallen ja auch nicht aus der Welt raus. Es funktioniert ja an sich sehr gut. Aber ich freue mich auch, dass das noch erweitert werden wird. Und ja, im Prinzip haben wir dann hier an der Stelle auch schon ein kleines Zeitdokument, wie die Map ausgesehen hat vor dem Patch. Und was sich vielleicht geändert haben wird. Das ist ja mitunter ganz spannend. Also wenn man zum Beispiel guckt, wie sich Mystery Lake verändert hat, von der Alpha in die fertige Version, da ist so viel passiert. Also bestes Beispiel ist der, ich weiß ja, ich kann ja ein bisschen drüber reden. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine, wenn ich so in Inseln rede, aber da gibt es einen eingestürzten Feuerwachturm und der ist an einer bestimmten Stelle, weil an dieser Stelle der alte Feuerwachturm, also da stand der Feuerwachturm, der jetzt intakt ist. Und die Devs haben irgendwann beschlossen, den verschieben wir mal. Und da haben sie an die Stelle, wo der alte stand, den eingestürzten gebaut. Und da, wo der neue steht, ja, da steht er jetzt. Was ist denn hier? Eine Treppe. Tageguten. Ich nehme mal die ganzen Rohrkolben mit. Und dann schauen wir uns diese Treppe an. Ist wie ein kleiner Hafen, ne? Mit einem Boot. Ganz viel Rohrkolben. Ein Pferd habe ich leider nicht zum Essen. Hier ist nichts. Ruhen. Ein Boot. Treppen, da sind ein paar Steine. Fässer. Könnte man zerlegen, wenn man ein Beil hätte? Höhle. Oh. Könnte ich ein Feuer drin machen? Ist auf jeden Fall windgeschützt. Den Schlafsack gleich mit, oder? Ja. Könnte ich benutzen. Erstmal schaue ich, wo es hier hingeht. Ach was. Ach was. Wie? Das ist gut versteckt. Krass, das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gecheckt, dass da eine Höhle ist. Wie cool. Jetzt sehen wir schon, ist nichts. Hier ist auch nichts. Gehen wir hier rein. Zu die Tür. So. Bevor wir komplett erfrieren. Das ist ein bisschen. Müslix. Boah, hier ist ein Bodennebel drin, hä? Krass. Hier ist wieder das Polaroid. Aha, südlich davon ist der Ausblick. Teilwälder. Stoff. Und immer mit. So. Bett. Einmal mit seltsamer Hitbox. Ein Haken. Gut. Warum nicht? Oh, draußen ist gerade das Wetter umgeschlagen. Großes Kaninchen. Na, nicht mehr im besten Zustand. Noch mehr Gewehrmunition, okay.
Ganz viele Bücher waren hier, ne? Eine Dose, die genau, die ich drücken. So. Ich würde den Hasen gleich mal zubereiten. Oder? Ist das schlau? Nee, ist nicht schlau. Das muss ich am Morgen machen. Dann kann ich direkt mit einer Fackel weiterlaufen. Bin wolfssicher. Also, dann esse ich jetzt erstmal nur Rohrkolben. 36. Wie schnell man da ja eine Menge gesammelt hat. Aus Gründen werde ich das Kaninchen hier mal draußen lassen. So. Es ist morgens nicht ganz so schlecht, wenn ich damit jetzt ins Bett steigen würde. Dann würde das Meer vergammeln. Das wollen wir natürlich auch nicht. So. Okay. Dann nochmal voll Wasser. Und 10 Stunden schlafen. 10.